Wasser ist das wichtigste Lebenselixier. Damit der Wasserkreislauf funktionieren kann, muss Abwasser vor der Einleitung in Gewässer gereinigt werden. In Städten und größeren Gemeinden wird das Abwasser zentralen Abwasserbehandlungsanlagen zugeleitet und dort gereinigt. In ländlichen Gebieten überwiegen noch immer grundstückseigene Abwasserbehandlungen, die nur eine geringe Reinigung des Abwassers ermöglichen. Nur durch eine vollbiologische Reinigung aller Abwässer kann auch in den kleineren Bächen und Gräben die Güte verbessert werden. Grundstücksbesitzer, denen dauerhaft kein Anschluss an eine öffentliche Abwasserbehandlungsanlage bereitgestellt werden kann, müssen bis spätestens 2015 das anfallende Abwasser in einer privaten, vollbiologischen Kleinkläranlage reinigen. Dachentwässerungen, Hofeinläufe, Drainagewasser und anderes sauberes Wasser gehören nicht in eine Kleinkläranlage. Die Abwasserbehandlung auf vielen Grundstücken ist oft noch aus der Zeit, als die Sammlung der Fäkalien im Vordergrund stand. Die ebenfalls verschmutzten Abwässer aus der Küche, der Waschmaschine oder von Dusche und Wanne werden nur teilweise oder gar nicht auf dem Grundstück behandelt. Bei einer mechanischen Kleinkläranlage nutzte man oft den Standort der bisherigen Grube, denn die Einleitung aller anfallenden Abwässer erforderte umfangreiche Baumaßnahmen. Die Abwasserbehandlung besteht dann aus Ein- oder Mehrkammergruben, in denen das Abwasser nur teilweise durch rein mechanische Absetzprozesse teilgereinigt wird. Der Überlauf endet in einem Graben, Fließgewässer oder wird versickert. Ziel der Abwasserbehandlung ist die vollbiologische Reinigung aller Schmutzwässer bis 2015. Dazu müssen gegebenenfalls im Haus auch Umbauten am Leitungssystem stattfinden. Die heute gültigen technischen Regeln erfordern zusätzlich zu der bisher üblichen mechanischen Vorreinigung auch eine biologische Reinigungsstufe mit Nachbehandlung. Die erforderliche Abwasserbehandlung besteht im Regelfall aus den drei Verfahrensschritten Vorreinigung, Biologie und Nachklärung. Je nach Hersteller und Art sind Kleinkläranlagen mit unterschiedlichen Anlagenteilen ausgerüstet. Bei einigen Kleinkläranlagen ist es daher notwendig, eine separate Vor- bzw. Nachklärung für eine optimale Reinigungsleistung vorzusehen. Dabei übernimmt die Vorklärung den Rückhalt der Grobstoffe, um die biologische Reinigungsstufe nicht zu überlasten. Die Mikroorganismen in der biologischen Stufe erfüllen die Aufgabe der Schmutzstoffelimination, die unter Zuführung von Sauerstoff die im Wasser enthaltenen Kohlenstoffverbindungen abbauen. Die Mikroorganismen können dabei im Abwasser frei schweben oder auf einer Trägermasse aufwachsen. In der Nachklärung werden Schwebstoffe sedimentiert, damit möglichst klares Abwasser in das Gewässer geleitet wird. Bei besonders hohen Anforderungen, wie zum Beispiel in Trinkwasserschutzgebieten, Naturschutzgebieten und bei Badegewässern, kann auch eine weitergehende Abwasserreinigung erforderlich sein. Dabei müssen die schädlichen Pflanzennährstoffe, Stickstoff- und Phosphorverbindungen aus dem Abwasser entfernt werden. Die Auswahl der passenden Anlage für das jeweilige Grundstück hängt von vielen Faktoren ab, wie Platzverhältnissen, Gewässerbeschaffenheit, Abwasseranfall, Abwassergüte, Vorreinigung, Schlammstapelmöglichkeit. Die vorhandenen Technologien vollbiologischer Kläranlagen sind deshalb sehr vielfältig. Sogenannte naturnahe Verfahren sind Teiche und Pflanzenkläranlagen. Eine weitere Möglichkeit sind Behandlungsverfahren mit Aufwuchsträgern, auf denen die für die biologische Abwasserreinigung wichtigen Mikroorganismen aufwachsen und somit nicht aus der Kläranlage ausgeschwemmt werden können. Sie werden unterteilt in Tropfkörperanlagen, Tauchkörperanlagen und Festbettanlagen. Das Wirbelschwebebettverfahren ist eine Kombination aus Verfahren mit Aufwuchsträgern und dem sogenannten Belebungsverfahren. Beim Belebungsverfahren bilden die Mikroorganismen freischwebende Schlammflocken. Dazu zählen die Belebungsanlagen als Durchlaufanlagen mit einer separaten Nachklärung, SBR-Anlagen und Membrananlagen. Zur richtigen Auswahl der Kleinkläranlage ist die Anzahl und die Größe der anzuschließenden Wohnungen entscheidend und nicht die Zahl der aktuell vorhandenen Bewohner. Die Mindestgröße für eine Kleinkläranlage liegt bei 4 Personen.
Diese Vorschrift führt dazu, dass die tatsächliche Auslastung der Kleinkläranlage sehr oft deutlich geringer ist als die Bemessungsgröße. Das muss bei der Auswahl des Kleinkläranlagentyps beachtet werden. Der Abwasserteich ist eine ökologische Art der Abwasserbehandlung und setzt eine gut funktionierende Vorklärung voraus. Er ist auch unempfindlich bei der Einleitung von Regenwasser oder Fremdwasser und Unter- oder Überlastung. Die Luftzuführung erfolgt ohne technische Einrichtungen, ausschließlich über die Wasseroberfläche. Die Teichfläche muss ca. 15 Quadratmeter pro Einwohner betragen, mindestens aber 100 Quadratmeter. Falls diese Fläche vorhanden ist, kann dauerhaft eine energiefreie, extrem wartungsarme Abwasserbehandlung erfolgen. Neben der regelmäßigen Entschlammung der Vorklärung muss auch der Teich lediglich im Schnitt alle 10 Jahre entschlammt werden. Die Anlage ist gesondert zu planen. Ein weiteres naturnahes Klärverfahren ist die sogenannte Pflanzenkläranlage. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um einen mit Schilf bepflanzten Sand-Kiesfilter. Eine gut funktionierende, ausreichend große Vorklärung ist die Voraussetzung für einen langen, zuverlässigen Betrieb der Anlage. Die eigentliche biologische Reinigung erfolgt durch die auf den Sandpartikeln aufwachsenden Mikroorganismen. Bei den zwei Hauptarten von Pflanzenkläranlagen ist die Variante mit vertikal durchströmten Bodenfilter am besten geeignet. Dabei wird das vorgereinigte Abwasser schwallweise auf dem Filter zum Durchsickern verteilt. Außer während der Beschickung ist der Filter nicht eingestaut. Diese Variante ist betriebsstabiler und hat einen geringeren Flächenbedarf. Der Filter muss zusätzlich mit Pumpen ausgerüstet werden. Bei der zweiten Hauptgruppe fließt das Abwasser durch einen dauerhaft eingestauten horizontalen Bodenfilter. Gegenüber der vertikalen Pflanzenanlage wird eine größere Fläche benötigt und sie ist im Betrieb anfälliger. Bei entsprechenden Höhenverhältnissen kann sie auch ohne Strom betrieben werden. Alle Pflanzenkläranlagen haben eine konstante, sehr gute Reinigungsleistung, auch bei Unterlast, Stoßbelastung und im Winter. Die Anschaffungskosten sind vergleichsweise hoch, werden aber durch die deutlich niedrigeren Betriebskosten in aller Regel aufgewogen und müssen anders als die anderen Kleinkläranlagentypen nur einmal pro Jahr gewartet werden. Tropfkörper zählen zu den Kläranlagen mit Aufwuchsträgern, ein seit Jahrzehnten bewährtes Verfahren. Auch hier ist eine gut funktionierende Vorklärung die Voraussetzung für einen sicheren Betrieb. Das Abwasser wird dann über einer Füllkörperschicht versprüht, um durchzurieseln. Die am Füllmaterial im Tropfkörper haftenden Bakterien eliminieren die Schmutzstoffe. Um die Reinigungsleistung zu erhöhen, ist es möglich, den Vorgang zu wiederholen. Dabei wird das Abwasser aus einem Sammelbehälter unterhalb des Tropfkörpers entnommen und passiert ihn noch einmal. Dass der Tropfkörper kleiner dimensioniert werden kann, ist ein weiterer Vorteil. Nachteil ist der erhöhte Stromverbrauch. Über Pumpen wird der Überschussschlamm aus der Nachklärung in die Vorklärung gepumpt, von wo er nach einem bestimmten Zeitraum abgefahren wird. Tropfkörperanlagen weisen eine stabile, gute Reinigungsleistung auf, sind unempfindlich gegen Unterlast und kurzzeitigen Stoßbelastungen, reagieren aber empfindlich auf anhaltende Überbelastung. Durch die große Einbautiefe verursachen sie vergleichsweise hohe Tiefbaukosten. Bei der Scheibentauch-Rotationskörperanlage erfolgt die biologische Abwasserreinigung durch Mikroorganismen, die auf dem Tauchkörper anhaften. Die Bakterien tauchen mit dem Tauchkörper nur zeitweilig in das Abwasser und nehmen dabei die Schmutzstoffe auf. Beim Auftauchen erhalten sie den notwendigen Sauerstoff für den biologischen Abbau. Der anfallende Schlamm aus der Nachklärung wird in Intervallen zurück zur Vorklärung gefördert und dort bis zur endgültigen Entsorgung zwischengelagert. Tauchkörper kommen eher bei größeren Anlagen, mehr als 15 Einwohnerwerte, zum Einsatz. Dieses Verfahren gewährleistet eine sehr gute Reinigungsleistung, ist unempfindlich gegen Unterlast. Überlastung kann jedoch nur begrenzt gepuffert werden. Sie haben einen verhältnismäßig hohen Energieverbrauch, da der bewegliche Einbau kontinuierlich über 24 Stunden läuft und dazu noch höhere Anschaffungskosten.
Das Festbettmaterial, auf dem die abwasserreinigen Mikroorganismen leben, befindet sich, anders als beim Tropfkörper, ständig unter Wasser. In regelmäßigen Abständen wird den Mikroorganismen Sauerstoff über Belüftungseinrichtungen zugeführt. Gleichzeitig wird dadurch das Abwasser vermischt und es erfolgt eine gleichmäßige Verteilung der Schmutzstoffe. Diese optimalen Lebensbedingungen der Bakterien sichern einen guten Reinigungserfolg. Der Schlamm aus der Nachklärung wird in Intervallen zurück zur Vorklärung gefördert. Das Verfahren ist unempfindlich gegen Unterlast und Stoßbelastungen. Überlastung kann jedoch nur begrenzt gepuffert werden. Ein mittlerer Energiebedarf und verhältnismäßig hohe Investitionskosten kennzeichnen die Anlage. Das Festbettmaterial muss alle paar Jahre gereinigt werden. Von Vorteil ist, dass sich keine Pumpen und Aggregate in der Kleinkläranlage selbst befinden. Die Nachrüstung von bestehenden Mehrkammergruben ist möglich, wenn sie groß genug und dicht sind. Wirbel-Schwebebettanlagen stellen eine Kombination aus der klassischen Belebungsanlage und einem Aufwuchsträgerverfahren dar. Die abwasserreinigen Mikroorganismen haften an den freischwimmenden Aufwuchsträgern. Während der Belüftungsphase durchmischen sich sauerstoffreiche Luft, Abwasser und die Aufwuchsträger. Dabei werden die Schmutzstoffe abgebaut. Durch bautechnische Maßnahmen wird ein Abtransport des Füllmaterials in die Nachklärung verhindert. Aus der Nachklärung wird Überschussschlamm in die Vorklärung und gegebenenfalls Rücklaufschlamm in den Wirbelbettreaktor gefördert. Sie können Belastungsschwankungen gut abpuffern. Sie haben einen geringeren Energiebedarf als die klassische Belebungsanlage. Die Kontrolle erfordert höhere Fachkenntnisse als bei den anderen Anlagen. Bei den klassischen Belebungsanlagen als Durchlaufanlage befinden sich die Mikroorganismen freischwimmend im Abwasser. Die Vor- und Nachklärung sind getrennt vom Bioreaktor. Bei Stoßbelastung kann es zum Ausschwemmen des Belebtschlammes kommen, wodurch die Reinigung nicht mehr gewährleistet werden kann. Aus der Nachklärung muss ein Teil des anfallenden Schlammes als Rücklaufschlamm in die Biostufe, der Rest als Überschussschlamm in die Vorklärung zur Zwischenspeicherung gepumpt werden. Der Sauerstoffeintrag erfolgt ausschließlich durch Gebläse. Die Einstellung eines optimalen Betriebes ist schwierig und aufwendig. Der Energiebedarf wird wesentlich vom Belüftungssystem beeinflusst und ist in der Regel sehr hoch. Bei Unterlastung muss mit großen Betriebsproblemen gerechnet werden. Aufgrund der überwiegenden Nachteile sollte dieser Anlagentyp nicht eingesetzt werden. Das SBR-Verfahren ist eine Abwandlung des Belebungsverfahrens. Auch hier schwimmen die abwasserreinigenden Mikroorganismen frei im Reaktor. Die Abwasserreinigung erfolgt bei diesem Verfahren statt in zwei getrennten, in einem Behälter in Zyklen, der aus vier zeitlich aufeinanderfolgenden Phasen besteht. Ein Zyklus dauert ca. 8 Stunden an. In der ersten Phase wird das Belebungsbecken mit Abwasser aus der Vorklärung beschickt. Daran schließt sich die biologische Reinigung an. Während des Belüftens findet gleichzeitig eine Durchmischung des Abwassers, der Luft und der Bakterien statt. Nach der Abbauphase wird die Belüftung abgestellt und das Abwasserschlammgemisch trennt sich in eine Klarwasser- und eine Schlammzone auf. Im letzten Schritt wird das nahezu schwebstofffreie Wasser aus der Klarwasserzone abgezogen. Die SBR-Anlage arbeitet bei gut funktionierender Steuerung stabil mit guter Reinigungsleistung, wenn die angeschlossenen Einwohner mit der Auslegungsgröße übereinstimmt. Sie sind empfindlich sowohl gegenüber dauerhafter Unter- als auch Überlast. Die Anschaffungskosten sind günstig, die eingebaute Technik erhöht den Bedienungs- und Wartungsaufwand. Bei einigen Anlagentypen befinden sich Pumpen und Aggregate im Abwasser. Die Nachrüstung von bestehenden Mehrkammergruben ist möglich, wenn diese groß genug und dicht sind. Membranbelebungsanlagen sind eine weitere Abwandlung des Belebungsverfahrens. Hier wird die Nachklärung durch eine Porenmembran realisiert. Mit wenigen Tausendstel Millimetern Durchmesser filtern sie das gereinigte Abwasser. So kann nur klares Wasser durch und der Schlamm bleibt in der Anlage. Eine gut funktionierende und ausreichend dimensionierte Vorklärung ist von besonders großer Bedeutung. Wenn Grobstoffe nicht zurückgehalten werden, verstopfen die Membranen. Die Belüftung muss neben der Versorgung der Mikroorganismen mit Sauerstoff auch noch die kontinuierliche Reinigung der Membran gewährleisten. Das führt zu hohem Energieverbrauch.
Anschaffungs- und Betriebskosten sind durch die eingesetzte Technik entsprechend hoch. Membrananlagen müssen anders als die meisten anderen Kläranlagen dreimal jährlich gewartet werden. Einmal jährlich ist die Membran zu wechseln. Durch die Filterwirkung der Membran ist der Ablauf der Anlage weitestgehend frei von Krankheitskeimen. Deshalb kann dieser Anlagentyp auch in Trinkwasserschutzzonen eingesetzt werden. Darüber hinaus ist die Weiternutzung des gereinigten Abwassers als Brauchwasser möglich. Dieser Anlagentyp kann auch direkt in Kellerräumen eingebaut werden. Jede vollbiologische Kleinkläranlage muss ordnungsgemäß betrieben werden. Neben regelmäßigen technischen Kontrollen müssen die Ergebnisse in ein Betriebstagebuch eingetragen werden. Die Einhaltung der geforderten Ablaufwerte kann nur gesichert werden, wenn mindestens zweimal im Jahr eine Wartung durch ein Fachunternehmen durchgeführt wird. Dieses überprüft die Funktionsfähigkeit der Anlagenteile, optimiert erforderlichenfalls die Betriebsparameter und stellt mittels Schlammspiegelmessung fest, ob eine Schlammabfuhr erforderlich ist. Sie sollte mindestens alle 2 Jahre erfolgen. Der zuständige Zweckverband prüft den Betrieb der Anlage in regelmäßigen Abständen und informiert den Grundstückseigentümer über das Prüfungsergebnis. Die Einschätzung der konkreten Randbedingungen und die Auswahl eines geeigneten Kläranlagentyps erfordern Fachkenntnisse, die bei Ihrem Zweckverband, den Herstellern oder einem Planer eingeholt werden können. Der Freistaat Sachsen honoriert Ihr Umweltbewusstsein durch die Bereitstellung von Fördergeldern. Die Umweltaufgabe geht uns alle an. Auch unsere Kinder wollen saubere Gewässer. Helfen Sie mit. Wir unterstützen Sie dabei gern.